für 30 Klamotten, für 50 Gold. Ja, umsonst werden wir die zweite Armee nicht gekriegt haben. Ich weiß nicht mehr genau wofür, aber wir werden sie brauchen. Und ja, es ist gut, dass wir hier für mehr Weizen sorgen. Sollten wir dann auch hier tun, noch mehr Weizen anbauen. So, dann brauche ich noch 8 von denen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Den ist der Fisch jetzt ausgegangen. Also schicken wir die mal nach Hause. So. Gut, das meiste, was wir haben, ist eh Brot. Ich hätte gerade 10 hiervon. 10 hiervon. Erstmal. Habe ich sie auch für die richtige Armee? Ja, für die richtige Armee. Das heißt, das Lagerhaus wird erstmal Gold und Klamotten und Ringe wandern. Während hier meine Geistlichen langsam ausgebildet werden. Es fehlt noch ein bisschen Nahrung. Da kommt die Nahrung auch schon. Gut. Dann entsenden wir mal unsere Geistlichen dorthin. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, Klamotten werden verschickt. Gold auch. So wie es aussieht, sind auch meine Händler unterwegs. Oh, sie waren schon unterwegs. Ja, das ist gut. Ah, da kommt der nächste mit. 25 Gold? Ah ja, stimmt. Er kann ja nur 5 fuhren. Und 5 mal 5 ist 25, nicht 50.
jeden Fall wird auch wieder mehr Weizen produziert. Sehr gut. Fangen wir mal an, die Wohnhäuser noch auszubauen. Noch mehr Wohnbaufläche. So, während wir zugucken, wie unsere abgesandten Geistlichen, die langsamer sind als unser Träger, was aber nicht schlimm ist. Es ist auch irgendwie schön, dass sie ein bisschen Individualität in die Einheiten gebracht haben. Also wenn man sich die Geistlichen so ansieht, haben wir schmälere, dickere. Wobei wir von den Brüdern, die von den Priestern. Also das eine sind ja Novizen, das andere Priester, gell? Nee, Bruder sind, also doch richtig gewusst. Bei den Brüdern mehr Dicke haben als von den Novizen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Die Novizen dürfen da doch nicht so viel Bier trinken. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Soldaten werden hier ausgebildet. Also ja, es sind Geistersoldaten auf jeden Fall. Glitch. Vielleicht müssen wir nachher den Schiffsfriedhof mit einer Geisterarmee angreifen. Das könnte gut möglich sein. Da kommt unsere Kohorte. Geistlichen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Du hast immer noch das Problem, dass deine Truppen im falschen Abteil sind. Also in der falschen Armee. Und jeweils 5 von denen. Das sollte dann reichen. Beziehungsweise ich mache jeweils 6 von denen. Was wir gerade Zahlen haben. So, ihr kommt gleich auf dem Schiffsfriedhof an. Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Gott sei Dank, eure Geistlichen haben die Schiffsversuche untersucht und keine Spur von meiner Frau entdeckt. Aber ich habe immer noch kein Zeichen von ihr. Würdet ihr für mich weitersuchen? Ich flehe euch an. Ahoi, habt keine Angst, näher zu kommen. Ich bin Captain Smith. Und zumindest war ich das, bis mich der erloschene Leuchtturm auf dieses messerscharfe Riff auflaufen ließ und mein stolzes Schiff in Stücke riss. Und ich war bei weitem nicht der Erste, der zunächst hab und gut und dann sein Leben verlor. Ich und meine ertrunkenen Gefährten werden nicht eher ruhen, bis wir denjenigen gefunden haben, der dafür verantwortlich ist. Aber leider sind wir an diese Küste gebunden. Würdet ihr uns helfen, Genugtuung zu bekommen? Ahoi!
Wir mögen zwar tot sein, aber gerne würden wir bis zum nächsten Tag die Meere durchstreifen. Alles, was wir dafür brauchen, sind ein wenig Flickzeug, unsere Schiffe und Ausrüstung für unsere Besatzung. Ein wenig Flickzeug für unsere Schiffe. Mhm. Ja. Na, das ist kein Problem, so wie ich das sehe. Können wir gleich mit der Lieferung beginnen. Also wir haben ja eigentlich von allem genug. Holz haben wir sowieso genug. Bretter auch. Wir haben sogar mehr als genug Stoff. Für seine Segel wahrscheinlich. Und Schwerter haben wir auch mehr als genug. So, Gold und Ringe kommen langs. Aber ja, hier unser Nachbar, Gouverneur Graubart, hat wohl den Leuchtturm erlöschen lassen. Ja, der sollte eigentlich dafür sorgen, dass die Schiffe sicher hier durchkommen. Und hier den Hafen dann laufen können. Aber einige Schiffe sind irgendwie hier in die Riffs gelaufen. Hm. Okay, die Bretter werden als erstes. Da kommen die Stoffe und die Waffen. Fehlt halt nur noch das Holz. Oh, du kannst noch ausgebaut werden. Und ja, hier oben kommt einfach keine Nahrung an. Wahrscheinlich auch, weil wir ziemlich viel Nahrung so verbrauchen und wir haben viel zu viel Brot eigentlich. Im Augenblick ist halt wirklich eher die Optimierung schuld. Also die Optimierung unserer Transportnetze schuld. Als die Produktion der Nahrung selber. Weil hier gibt es mehr als genug Brot. Müsste nur sein Zielort erreichen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, da kommt das benötigte Holz. Wie viel Holz? 20, ja. Ein bisschen Holz wird noch gebraucht. Die Waffen sollten aber auch schon da sein. Sind sie auch? Okay. Und auch die Stoffe sind schon da. Sie müssen nur eingelagert werden. Ein Lagerhaus wurde errichtet. Wo jetzt gerade da? Was ich blöderweise nicht habe, ist eine Gebäudeübersicht. Die hätte ich gerne. Ich habe hier nur die Logistik.